Bischof Kurgraf, in einem Monat wird in Mainz die Bischofskonferenz zusammenkommen. Wird das die Stadt bemerken? Ich glaube, dass die Stadt, zumindest die Innenstadt, das bemerken wird. Aber die Bischöfe sind weitestgehend mit Tagungen und Sitzungen befasst, also sodass große touristische Programme nicht stattfinden. Die Bischofskonferenz trifft sich ja in einer Zeit der Zerstrittenheit. Was erwarten Sie sich in Bezug darauf? Also ich bin fest davon überzeugt, dass es solche Parteiungen in der Kirche eigentlich immer gegeben hat. Wenn ich in die Briefe des Apostels Paulus gucke, hat man sich damals auch schon gezankt. Vielleicht wird es heute öffentlicher. Und ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlimm, dass man sich streitet, auch über wichtige Sachfragen. Es wird dann sich zeigen, ob wir die richtige Art und Weise des Konflikts finden, also eine wirkliche Konfliktkultur auch entwickeln. Aber es ist natürlich eine spannende Zeit, da haben Sie recht. Aber eine kleine Gruppe um den Kölner Kardinal Wölki torpediert den Prozess, diesen synodalen Weg, den Sie eingeschlagen haben, ja regelrecht in Rom. Ist das noch zu kitten? Also auch Kardinal Wölki hat sich auf diesen Weg erst einmal eingelassen, wie doch eigentlich die meisten oder alle Bischöfe. Und ich glaube, ich würde jetzt erstmal für mich mit Hoffnung und einer gewissen Gelassenheit auch in diesen Weg gehen. Was dann am Ende rauskommt, ich glaube, das kann wirklich niemand sagen. Natürlich haben viele auch so ihre ganz konkreten Erwartungen. Ich würde es jetzt erstmal auf den Gesprächsprozess ankommen lassen und dann mal schauen, was passiert. Ein Teil des Streites dreht sich ja darum, welche Rollen die Laien in diesem Reformprozess haben dürfen. Sie sprechen sich dafür aus, die Laien stark zu beteiligen. Ist das wegzudiskutieren? Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind und dass das richtig ist, wie wir es machen. Natürlich wurde auch darüber gestritten, am Ende muss jemand die Verantwortung haben im Bistum, das ist dann der Bischof. Aber dass das Konzil auch auf die Gemeinsamkeit des Volkes Gottes hingewiesen hat, bereits vor 70 Jahren, also das oder vor 60 Jahren, ich denke, das sollte man auch nochmal stark machen. Und insofern entwickeln wir hoffentlich eine Art des Redens miteinander und nicht gegeneinander. In Mainz steht auch die Wahl des Vorsitzenden der Bischofskonferenz an. Wird das der künftige, wird der jetzige Kardinal Reinhard Marx dann auch der künftige sein? Wenn ich das wüsste, bräuchten wir ihn nicht zu wählen. Aber Ihr Vertrauen hat er? Er wird, ich denke, dass er das Vertrauen vieler hat, ja.